Lieber Afrikaner, schon früher haben wir Europäer Glück und Wohlstand auf deinem Kontinent verbreitet. Und auch heute schicken wir dir und deinen Regierungen viel Geld und viele Geschenke. Wir wissen natürlich, dass nicht jeder bei dir schon bereit ist für Demokratie. Aber wir sind tolerant. Solange der Handel funktioniert, mischen wir uns nicht ein. Andere Länder, andere Sitten. Aber falls das mit dem Handel mal nicht mehr so gut klappt, schicken wir dir natürlich auch gerne unsere Wirtschaftshelfer zur Hilfe. Denn da, wo es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut. Da haben dann alle was davon. Wir Europäer bekommen ein paar Bodenschätze von dir und beschenken dich dafür mit den Errungenschaften unserer europäischen Zivilisation. Da freuen sich dann auch deine vielen Kinder. Bei so viel Selbstlosigkeit verstehen wir natürlich, dass du auch mal nach Europa kommen möchtest, um dich persönlich bei uns zu bedanken. Deshalb unterstützen wir auch all die Länder, durch die du reisen musst. Dank uns können sie eine Infrastruktur aufbauen, die dir die Durchreise so angenehm wie möglich macht. Und das ist noch nicht alles, lieber Afrikaner. Wenn du es aufs Mittelmeer geschafft hast, helfen dir unsere freundlichen Mitarbeiter von Frontex weiter. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass du dich auf den unendlichen Weiten des Mittelmeers nicht verirrst. Und sie geben dir kostenlosen Schwimmunterricht. Und weil wir jedes Jahr das Budget von Frontex erhöhen, können sie auch dafür sorgen, dass du immer genug Wasser an Bord hast. Und arbeiten gleichzeitig mit deinen afrikanischen Verwandten und Freunden zusammen, um den Seeweg in einen hübschen Steg zu verwandeln. Lieber Afrikaner, wenn du dann bei uns in Europa angekommen bist, halten wir extra für dich eine komfortable Unterkunft bereit. Hier kannst du dich dann erstmal in aller Ruhe von der monatelangen Reise erholen. Und du darfst an unserer Asyllotterie teilnehmen. Wenn du gewinnst, kannst du bei uns in Europa bleiben und einer rosigen Zukunft entgegenblicken. Aber auch wenn du nicht gewinnst, musst du nicht traurig sein, lieber Afrikaner. Denn du bekommst immerhin den Trostpreis, ein kostenloses Ticket zurück nach Afrika. Und da ist doch das Wetter eh viel schöner als hier bei uns in Europa.